Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt mit an das andere Video ranhänge oder als einzelnes Video mache. Ich wollte euch mal jetzt mein Lowboard zeigen. Ich habe mir den neuen Standfuß geholt und ich habe jetzt eigentlich, so wie jetzt, ist ganz cool gemacht. Ich habe den neuen Standfuß drunter. Ja, hier ist noch nicht ins Gerade. So. Na, dafür ein Zentimeter. So. Die ist jetzt nicht ganz mittig, die PlayStation. Ja, fast. Aber sieht ganz gut aus. Ich habe von der PS4 Pro den Standfuß genommen und den hier einfach unter die PS5 gemacht, dass er so ein bisschen beleuchtet ist. Und den von der PS5, den habe ich einfach unter die Xbox gestellt, weil die Xbox hat ja unten auch so einen runden Teller. Ja, also so einen kleinen Absatz. Und ich denke mal, so kriegt sie jetzt noch ein bisschen mehr Luft, weil es noch ein bisschen höher ist. Und nicht gleich direkt auf der Matte, weil in der Matte ist ja versunken so ein Stück. Und ja, jetzt denke ich mal, kriegt es ein bisschen mehr Luft. Ich wollte die eigentlich ein bisschen hier die Controller dazwischen packen mit Controllerhalter und so. Das hat aber nicht geklappt. Die waren beide so stutenbissig. Hier die Xbox und die PlayStation 5, das ging gar nicht. Da musste ich die Switch dazwischen stellen, damit die ein bisschen auseinanderhält. Das ist eine ältere Generation, die ist denn, da sind sie beide einverstanden, die können ruhig nebeneinander sein. Aber die Beine, die haben sich ja bekeift bis zum geht nicht mehr, das ging gar nicht. Switch und Fire TV ist dazwischen so als kleine Puffer. Kann ich leider jetzt nicht Controllerhalter dazwischen stellen. Ich wollte eigentlich hier einen Controllerhalter für mit dem Xbox-Controller und einen Controllerhalter mit dem PlayStation-Controller machen. Oder halt auf die Seite den PlayStation-Controller. Nee, geht jetzt so nicht, weil die sich so die ganze Zeit so laut angegangen sind. Muss ja auch an die Nachbarn denken. Wenn die jetzt die Konsolen sich die ganze Zeit bekriegen, das ist ja so laut, dann können die Nachbarn nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Nö, so ist jetzt ein Puffer dazwischen. Xbox, Switch, PlayStation 5, mein HDMI Matrix, 4 zu 2, oh, meine schöne Oldschool PlayStation-Uhr. Und die ganzen Ladestationen habe ich jetzt auf der rechten Seite. Ich habe praktisch hier vorne ist mein Xbox Elite Controller, der Elite 2. Da ist die Ladestation von der PS5 oder für die PS5 Controller. Und dahinter habe ich jetzt die Ladestation für die Switch Move Debubble Dinger hingepackt. Ich werde demnächst mir noch ein paar USB-Kabel raussuchen und noch ein, zwei von diesen in USB-C und in Dings. Muss ich mal gucken bei den Controllern für die Switch, die ich habe, was die für Anschlüsse haben und werde die dann hinten verstecken. Ich habe da hab ja so ein Klebeteil geholt mit Magneten. Da klebe ich hinten an den Schrank ran und dann gibt es dann noch so kleine Magneten. Die machst du dann an den Kabel ran, dann ist der praktisch hinten unsichtbar und brauche halt nur einmal nach hinten greifen und kann nach vorne ziehen und könnten dann an den. Wenn wir das jetzt nicht mal nehmen, denken, ist ein Switch-Controller einfach anschließen und kann den dann hierher legen, bis er voll ist. Und wenn er voll ist, mache ich ihn ab, den Kabel, und mache hinten wieder einen Magneten ran und dann sieht man den nicht. Dann kommt da ein bisschen, ja, ein HDMI habe ich jetzt noch über, weil die PS4 Pro ist ja jetzt raus. Ja. Und sieht doch ganz gut aus, finde ich sagen. Ich müsste mir für die Switch musste ich mir noch irgendwas mit LEDs holen. Und den Cube hätte ich vielleicht auch gerne. Aber das ist dann vielleicht ein bisschen nervig, wenn ich abends dann gucke und dann so viel Klimbim habe. Manchmal mache ich das auch alles aus. Na, mal gucken. Aber so an sich eine schöne Zusammenstellung, finde ich. Ja. Und dann würde ich jetzt hier auch erst Schluss machen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare packen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.